Video Nummer 2 zu diesem Einzelvideo von Tobias Riegel, Kräuter Fürth, ganz in Schwarz, 15 Jahre alt. Spielt schon sehr eifrig Turniere. Vor 3 oder 4 Jahren war er mal viel mit mir auf Turnieren unterwegs, hat er mit mir Doppel gespielt, hat den alten gehbehinderten Mann mit durchgezogen bis in die Finals, höchste der Stadtmeisterschaft etc. C-Klasse, glaube ich. Ja, müsste C-Klasse sogar noch gewesen sein, die wir da gewonnen haben. Aber sicher bin ich mir nicht, vielleicht war es auch schon D. War ja schon zu der Zeit, wo ich die extremen Schwierigkeiten mit der Arthrose in den beiden Kniegelenken hatte. Und da bin ich gerade fürs Doppel viel zu langsam geworden. Fürs Einzel natürlich auch, aber Doppel muss man halt noch einen Schritt fort unterwegs sein. Aber er hat es immer ganz gut ausgeglichen, meine Handicaps. So, ein Satz ging verloren, einer ging gewonnen, aber wie viele Sätze gespielt wurden, weiß ich nicht. Reed Senior bemüht sich da um Coaching. Das ist der Spieler, der hauptberuflich, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Racketlon-Spieler ist. Das ist diese Sportart mit den 4 Disziplinen, also neben Tischtennis noch Tennis, Squash und Badminton. Sehr anstrengende Geschichte. Ballgefühl braucht man wohl bei allen, aber ansonsten auch recht unterschiedliche Eigenschaften, denke ich mal. Ja, und natürlich flotte Beine, gute Beinarbeit. Die ist immer gefragt. Wie steht es in Sätzen? 2-1. 2-1 für Tobi? Ja. Aber der andere ist ja eigentlich deutlich stärker als ich hier. Die Kategorie. Wie heißt der? Der andere ist. Der war doch in England so lang, deswegen ist er mit 1000 Punkten an die ÖFB. Aber der hat vom Level her ist mit 1800 gewesen. Der war halt ein paar Jahre in England. Ja, ich kenne diese Geschichte. Ja. Also Tobias verkauft sie hier wunderbar. 4-2-1 in Sätzen. Gegen einen Spieler, der eventuell gar nicht mehr B-Klasse ist, sondern A-Klasse, aber nach einem Auslandsaufenthalt in England hier neu eingestuft wurde, mit einer sehr niedrigen Punktzahl. Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich, solche Geschichten, weil wenn man auch Turniere gegen diese Leute spielt, die zu niedrig eingestuft sind, entweder man kriegt die Hucke voll und verliert auch noch ohne Ende Punkte. Ich habe irgendwas gehört, bei 1000 soll er sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, müsste man recherchieren. Aber solche Fälle habe ich schon erlebt. Und wenn du gewinnst, dann kriegst du nicht mal was gut geschrieben. Ja, das ist sehr, sehr, sehr stark, was Tobias spielt, aber natürlich immer noch das sein Handicap, das er schon seit Jahren hat, die kurzen Beine, da wartet man immer mal drauf, dass die länger werden. So ein bisschen täte ihm gut, dann müsste er nicht so weite Wege gehen. Muss immer doppelt so viel laufen als die anderen. Macht er auch, wie man sieht. Tolle Beinarbeit.
Ja. Falsche Information oder hat es falsch verstanden? Also 2:1 war die Ausgangslage aber nicht zugunsten von Tobias Riegel, sondern er lag 2:1 zurück und damit Spielende bei 3:1 gegen ihn.